Hallo und Grüß herzlich dich. willkommen zu 7 Days to Die mit mir, der Myrrl. Oh, und einem Abstürzen Feral. Und natürlich dem Skrillblacker. Uhu. Kralle ist heute jetzt mal nicht Ich auch dabei. mal. Geh's runter, okay. Kralle ist gerade nicht dabei. Wir nehmen nämlich mal ausnahmsweise nachmittags auf. Und ja, uns kam hier gerade ein Feral entgegen. Ein Leuchtner. Ich treffe ihn, glaube ich, von hier oben nicht. Ich glaube, der ist zu weit weg für mich hier oben. Oh doch, ich habe was getroffen. Okay. Ah, ist er schon tot? Nein, okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich den von hier oben treffe. Ich glaube nicht. Scheinbar nicht. Ist zu hoch. Ja, wir haben gerade festgestellt, wir vermissen ein Bike. Hat der Kralle letztes Mal sein Bike irgendwo stehen lassen? Bin jetzt vor der Tür. Ich weiß, er ist ein paar Mal gestorben, bevor wir beendet haben. Ich weiß aber nicht, ob er da mit dem Bike unterwegs war. Oh, Kralle, das gibt Ärger. Ja. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Da müsste ich selbst die Folgen nochmal nachgucken. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Keine Ahnung. Das hier habe ich mir gerade fertig gemacht. Gucken, ob das andere ist auch getankt, habe ich gerade gesehen. Kriegst du das gefahren? Kann auf das Ding nicht aufsteigen. Hat es dann Dings drin? Wow. Ich drehe das mal kurz. Absteigen. Mit dem anderen kannst du fahren? Ja, Ah, hier ist ein fehlt bei dem Dings. irgendwas? Nee, das andere hat ein Vorhängeschloss drin. Dann nimmst du das andere, wenn du mit Ah, dem anderen okay. fahren kannst. Da werde ich mal ein Vorhängeschloss reingemacht, damit Kralle mir das nicht klaut. Oder einfach zum Wiederfinden. Ich habe das Gefühl, mit diesem Vorhängeschloss findest du die halt immer. Sonst siehst du sie so schlecht auf der Karte. Da, wo geht's hin? Ja, wo wollen wir hin? In welche Stadt wollen wir denn? Ich würde sagen, wir gehen in irgendeine Richtung Stadt oder von mir aus auch Krankenhaus. Ich weiß nicht, wo wolltest du hin? Nee, ich bin völlig frei. Du weißt besser, wo es hier war und wo nicht. Also da unten im Süden ist auf Boah. jeden Fall eine Stadt. Da müssen wir jetzt erstmal. Wo kann man rüber? Da hinten am besten zu der Wüste fahren. Einfach in die Richtung. Genau, bis schon in die richtige Richtung. Hier hinten lang. Und dann übers Wasser. Letztes Mal waren die Bäume irgendwie nicht nachgewachsen, die fehlten irgendwie. Also wir hatten das Gefühl, hier war irgendwas fehlerhaft. Da Da hab das waren. Bike kaputt gemacht. Wie, du hast das Bike kaputt gemacht. Einmal mit Profis arbeiten, weißt Das qualmt irgendwie. Das qualmt irgendwie. Schön, bist du in die Spikes gefahren oder was? Nö, überhaupt nicht. Nein, schön. Ey, dann sieh zu, dass du es reparierst, sonst hau ich ohne dich ab. Ich weiß gar nicht, wie groß mein Repair-Skill ist. Brauche ich dafür? Repair-Kit, glaube ich. Ich habe Reparaturmeister 4. Soll ich es reparieren kommen? Warte. Apparaturmeister 3 von 4, also ich kann auch schnell leveln. Ja, dann Eigentlich. levelst noch, dann kannst du es alleine reparieren. Dann ist es egal. Gut. Brauche nur noch ein Reparatur. Einmal mit Profis. Einmal. Mann, Mann, Mann. Aber ich habe den Turm nachgebaut. Aha. Ja, Skull hat gesagt, er holt so ein bisschen im Offline nach, weil er letztes Mal gefehlt hat. Er will seine Arbeit, die er hätte tun müssen, nachholen. Also hat er den Tunnel schon ein bisschen weitergearbeitet für unsere Minibikes, dass wir die demnächst unten parken können. Und ja, er hat ein bisschen im Schummelmodus den Turm nachgebastelt. Unseren eingestürzten. Dass wir wieder ein Türmchen haben. Weil es ja so wichtig ist. Es ist sehr wichtig. Ja, wo finde ich Ja. denn dieses Reparaturkit? War schon das mit rein? Beim Minibike? Bei. Nein, bei Waffenteile, glaube ich. Bei Waffen, bei den Waffen. Waren Ah wir ja. meist die Waffen mit reparieren? Ah, Reparatur.
Warte, nimm einfach nochmal eins mit. Weil im Normalfall brauchst du es ja meist für die Waffen zum Reparieren nach so einer Nacht 7. Ja, das mache ich eigentlich. Brauche ich ja. Da eher weniger. Ja, ja. Alles ruhig, das ist gut. Weil ich die ja immer zusammenbaue, also verschiedene Waffenteile, und dadurch die sich selber reparieren. Ja klar, dadurch reparieren die sich dann ja selber, wenn wir höhere haben. Weil wenn wir keine höheren haben, dann brauchst du halt die Reparaturkits. Mann. Teuer, oder? Da will man hier einmal losfahren. Mensch, wir haben schon 10:30. Skull. Oh, unterwegs. Skull klingt immer, als wenn ich jemanden zum Trinken begrüße. Skull. Nicht? Frage ist, wie ich jetzt hier um die Kurve rumkomme, ohne dass es das ist. Langsam! Langsam fahren! Man muss nicht immer Vollgas geben, man kann tatsächlich auch ein bisschen Gas geben. Gut, jetzt geht auch wieder der Rückwärtsgang. Mhm. Bist du denn? Auf der Straße? Mhm. Wir können auch zum Stadion fahren, da wo Kralle letztes Mal abhauen wollte. Da haben wir auch noch nicht alles gelootet. Ja, dann fahren wir dahin. Jetzt mal gucken. Da. Na, wo ist er? Hast dir eine schöne Rampe gebaut. Mhm. Wo bist du denn? Auf dem Weg zu dir. Ach, da halt sehe ich ihn. Du läufst auf deinem Motorrad. Cool. Das sieht interessant aus. Okay. Der Skull läuft auf seinem Motorrad, oder? Laufrad. Ich hab ein Laufrad. Genau. Aber du auch. Okay. Wie cool. Und packst nur leicht durch die Welt. Also. Ja, geringfügig. Das sieht cool aus. Ich meine, ich habe letztens gesehen, dass irgendwie so eine Fahrräder, die quasi wie so ein Laufband sind, auf denen du quasi läufst, damit die fahren. Zombie voraus. Wie heißt das? Drüberfahren, gell? Nee, drüberfahren geht nicht. Aber die kriegen nie Schaden, aber das Bike ja auch. Das Bike geht kaputt dann, ja. Oh, hier ist ein Geier. War das jetzt geradeaus weiter? Ich glaube geradeaus weiter, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, geradeaus weiter. Ich bin im wahren Leben schon froh, dass ich ein Navi habe, also von daher. Ich auch. Ja, ja. Hier kommt ein Haus. Ich glaube, das war doch falsch. Ja, dann schauen wir uns das Haus an. Hm. Und ein Auto. Okay, gucken wir mal hier. Gucken wir an das Auto. Und dann gucke ich leider mal auf der Karte. Ich glaube, wir hätten doch abbiegen müssen. Naja. Gucken wir einmal kurz ins Haus. Vielleicht gibt es da was. Ich glaube nicht, das ist so ein runtergekommenes Ding. Ich glaube, da gibt es nicht viel. Da passt. Oh, Bauplan Lederstiefel habe ich schon. Okay. Ein Stuhl. Pack ja einen Stuhl ein. Mhm. Der ist ganz wichtig, den brauchen wir. Das ist so ein Anfängerhaus hier, ne? Kerze. Ah, Mann, lauf mir doch nicht in die Waffe rein. Und die Kerze nehme ich mit, wollte ich sagen. Und ich gehe, wir gucken mal hier unter die Dinger. Yep, ich hab gleich den richtigen gefunden. Hä, wie hast du das jetzt gewusst? Diese Metallplatten. In solchen Häusern liegen hier immer Metallplatten. Hier liegen meistens 2 oder 3. Nicht die Metallplatte selber, da brauchst du ganz viel länger. Ich meine, bei uns geht es noch. Ja, da ist aber nicht. Nee, es ist meist nur unter einer. Meistens haust du dann einfach Buslinie kaputt, dann kannst du drunter gucken, da ist Stein. Ah, sich doch. Ich meine, wir sind mittlerweile im Level so hoch, da kannst du auch die Metallplatte kaputt hauen, aber am Anfang haust du eigentlich mal bloß den Stein daneben, das Holz, weil es schneller geht. Das ist in fast allen Häusern, wo so eine Metallplatten liegen. Meistens ist da drunter was versteckt, eine Handtasche oder ein Rucksack oder irgendwie sowas. Cool. Und da findest du häufig auch Waffen. So, ich glaube, wir mussten abbiegen. Stadion, ja, es ist da schräg rüber. Wer fällt ein? Oder? Warte mal.
Ja, ranzoomen, ja, das ist das da hinten. Genau, wir sind von da gekommen. Okay, wir können auch hier Hey, hochfahren. und zwei Zombies. Was, wo? Geradeaus leicht links ist das Reh und ganz links sind zwei Zombies. Achso, das Reh könnten. Das ist ein Wolf. Nee, komm, wir steigen, wir fahren weiter. Das ist ein Wolf. Mit dem Wolf will ich jetzt nicht spielen. Okay. Wir können hier mal weiterfahren. Kommen wir da auch hin. Dann ist noch ein Haus. Gucken wir da nochmal rein. Die Gegend kenne ich hier eh noch nicht. Habe ich noch nicht aufgedeckt in meiner Karte. Vielleicht gibt es ja noch was Interessantes. Zombie. Hier müsste jetzt eine Kreuzung kommen gleich, glaube ich. Yep, und dann könnten wir rüberfahren. Aber wir können das Haus da vorne noch erst noch mal gucken und dann fahren wir zum Stadion rüber. Warum? Wenn wir schon hier sind. Aber wie gesagt, ich habe die Ecke noch nicht aufgedeckt. Das sind so eine Starthäuser hier. Ich glaube, das sind diese typischen Anfänger, diese Startdinger hier, diese Startoptionen. Okay. Das sind diese typischen Starthäuser irgendwie. Ups, da stand er schon hinter mir. Axt. Axt dabei. Oh, ich werde schon wieder krank. Stuhl! Ja, nimm den Stuhl mit. Siehst du, das Haus ist nämlich auch wieder freigeschaltet, sag ich ja. Das sind die typischen Anfängerhäuser. Ja, genauso aus wie das davor. Ja. Ich fand die kreativ. Da ist es nicht. Dann vermutlich hier. Oh, da schläft Zombie. Okay. Nun nicht mehr. Ja, der war schön. Okay. Der hat nicht mal reagiert. Ja, sag ich doch, da ist der Drucksack. Kannst ja mal reingucken. Ja, das mach ich. Ja, super. Nichts. Nichts, ja, hatte der andere eben auch. Ein Hauch von nichts. Noch ein Zombie. Ich hätte da eine Machete für sie. Der will zu dir. Der will nichts von mir. Was? Was? Hilfe! Hilfe! Ah! Jetzt hat er einen Vorschlag gekriegt, jetzt wollte er doch zu mir. Oh. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Du hast ihn kaputt gemacht? Ja. Schäm dich. Welches war jetzt best sein Bike? Werden wir gleich sehen. Steig du mal auf deins auf. Ja, super. Ich glaube, das da hinten war deins, oder? Ja, ich bin hingegangen, hab eh gedrückt und hat das repariert. Ja. Hast du alle Dings-Kits mitgenommen? Hast Nein, ich hatte zwei dabei, weil ich mich selber ja kenne. Achso. Ja. Okay. Guck mal noch rein. Gerade die Autos müssen wir mal reingucken für Motoren und dergleichen. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wollen wir da geradeaus noch mal weiter gucken? Nee, zum Stadion, ne? Mal kurz, guck mal auf meiner Karte. Ich kann immer noch nicht auf Motorrad auf die Karte gucken. Nee, oh, da geht's gleich ins, da ist gleich Kartenende bei mir. Okay, na dann drehen wir umgehend zum Stadion. Ja, aber ich war hier noch nicht. Dann fahren wir zum Stadion umdrehen und die Kreuzung ab. Oh, da ist Kohle. Oder was auch immer, das nehme ich mit. Dann nimm's mit und dann komm nach. Wilder Kaktus. Die wollen auch nur die Begabten. Bei dir auch gerade Nebel auf? Nö. Ich bin aber auch schon Richtung Stadion. Ich bin Richtung Stadion schon. Ich muss noch schnell die Kohle. Ich habe hier nur noch ein bisschen Kohle gefunden. Au! Blöder Kaktus! Du sollst nicht mit den Kakteen kuscheln. Aber die. Ich einfach wieder. Nebel. Oh, er ist ein bisschen kopflos. Okay. Ich nehme schon mal eine Klimaanlage auseinander. Du bist. Die Steine sind im großen Haus. Ja, hier vorne ist ein Haus. Ich weiß nicht, ob ich in dem mit Kralle schon drin war. Ach, das ist Polizeirevier. Ja, da waren wir schon drin. Okay. Bist du tot oder lebst du? Der ist tot, den habe ich gerade kopflos gemacht. Nee, weiß ich, der Wolf. Wolf, schön. Viel Spaß. Hier waren wir halt in all den Gebäuden noch nicht wirklich drin. Dem einen waren wir zwar drin, aber wir haben es ja nicht ausgelootet. Ist der Wolf immer noch hinter mir? Nee, aber hier sind zwei Reifen. Magst du die nur noch abbauen? Ich packe jetzt aber erstmal hier und steig ab.
Ich wollte bloß wissen, ob ich den Wolf noch habe. Nein, nein, ich stehe ja hier. Ach. Erstmal habe ich hier ein paar Besucher. Ha! Von hier in den Rücken geschossen. Wenn so gut. Ein Businessman hat Geld dabei. Okay, da ist ein Hirsch. Leer. Die Autos dürften alle leer sein. Ich will den Hirsch da haben. Hier ist alles leer. Auf der Seite. Die Autos ja. Leer, aber innen drin auch. Nee, nur vorne. Oh. Boah, ich erwische den Hirsch nicht. Wie gesagt, da liegen noch Autoreifen auf dem Boden. Die sollte man vielleicht wirklich. Ich versuche gerade den Hirsch zu erwischen. So, wie gedacht, du bist hier drin. Ey, du steigst doch deinen Hintern irgendwo. Ich müsste dich doch treffen, endlich. Wo bist du jetzt? Hirsch? Ach, da. Gut getarnt im Gras. Gut. So, warte, ich komme. Headshot. Autoreifen. Hier ist auch noch ein Autoreifen. Klimaanlage. Ja, genau, sowas alles. Also. Ach, da hinten bei dir ist noch ein Autoreifen. Bauplan, Taschenlampe. Oh, Hintereingang. So, du bist jetzt hier in dem Häuschen. Welche bist du? In dem blauen, in das große oder in dem anderen? Ich bin einfach hinten nur. Ich bin nur gerade hinten. Also nur nirgendwo drinne. Da. Ist ja ein Rucksack übersehen. Hier lag ein Rucksack und eine Klimaanlage ist hier. Da ist ein Zombie. 155 Punkte. Ja, knurr wen anders an, aber nicht mich. Geh weg. Ich geh einfach mal von hinten rein. Ja. Nee, schreit an. Ich bin hinter dir. Super. Wie gedacht. Genau, deswegen müsste das Ding sein, wo wir drinnen waren. Ja, aber wir waren nur unten und auch noch nicht komplett durch. Kralle hat ja dann Angst gekriegt. Ach, Kralle hat Angst gekriegt. Ja, der sagt, wir müssen schnell wieder nach Hause. Ich wollte hier noch mehr durchgucken. Ich weiß nicht, ob wir unten alles durch hatten jetzt oder nicht. Da ist eine alte. Wo? Oh. Ach doch. Hallo, Mutti. Nun ist sie weg. Mutti kaputt. Oh, Schaufeln. Ja, ja, immer Schaufeln dabei. Da bin ich mir sicher, dass die nie im Leben benutzt hat, jemals. Die hat nie im Leben irgendwann irgendwo mal geschaufelt. Da steht noch einer in der Ecke. Oh, der hat sich geduckt, die dumme Sau, als ich zugehauen habe. Brauchen wir jetzt gerade Plastik für irgendwas? Ja, nimm mit. Ich weiß zwar nicht mehr wofür, aber nimm mit. Ah, da kommt nur Stein raus aus der Tafel. Ja, ist eine Tafel. Das ist unwichtig. Ich glaube, hier hinten hatten wir alles. Hier gibt es nur noch Zombies. Ich glaube, wir können nach oben gehen. Ich glaube, hier unten hatten wir alles durchgelootet. Gut, dann gehen wir nach oben. Wir waren auf jeden Fall halt nicht in der zweiten Etage, das weiß ich. Ja. Erste Etage, Erdgeschoss nehmen wir dann beim nächsten Mal. Ja, gut, nächstes Mal wieder. Ja, raus. Ach, auch mit Holz. So, erste Tür. Das, ja. Ach, Tür? Das ist ein Office, okay. Mit Papier. Nee. Bibliothek, guck mal, lauter Bücher, cool. Ich hab die Bibliothek gefunden.
wir die Kassen nicht auseinandernehmen? Da hinten schläft was? Einer. Die kaputten Kassen kann man auch auseinandernehmen, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was, ob es dafür was gibt. Doch, Electrical und Mechanical. Electronical Parts und die anderen. Electronical. Wie heißen die anderen Teile denn? Komponenten, genau. Ja, hier ist über Glas, wir können auch andere Seite rumgehen. Da hinten schläft Zombie, da schläft noch einer. Ich mach mal die Schlafenden. Oder schlafen mehrere. Da oben liegt auch einer und da hinten in der Ecke steht einer. Auch Tür nehmen. Was, da ist einer? Da oben schlafen sie noch, die schlafen oben auf die Regale. Die den gar nicht. Ups, ach, der hat einen Pfeil von dir abgekriegt, hä? Ja. Da ist noch einer, den hast du gerade weg, die Kriecher. Pass auf, der Kriecher. Oh, der hat Waffen-Dings-Hülsen dabei. Einer schläft da hinten noch. Ach ne, schon platt. Okay, den hast du getroffen dann. Ja. So, da können wir Bücher looten. Ja. Herausforderung. Vorschlaghammer. Hammerstock, gell? Den Plan? Ja. Nee, den hatten wir noch nicht, den braucht man noch. Oh, verdammt. Ja, hoffentlich finden wir noch einen. Ich habe ihn jetzt eingelesen. Ich hatte gedacht, da wir vom Vorschlaghammer. Oh, hier schlafen noch zwei. Nein. Oder? Ja, wir haben doch schon 300 der Vorschlaghammer. Ach doch, ja, dann müssen wir den haben. Okay. Wo fehlt uns der? Ach so, bei Dano fehlte uns der noch. Ich wollte gerade sagen, irgendwo braucht man auch noch unbedingt einen Vorschlaghammerplan. Dann war das bei Dano. Den schläft noch einer. Oder eine. Oh, die hatte. Das wäre eine Feral-Schwester. Cool. Die habe ich gleich platt geschlagen. Die hat richtig geleuchtet, eben die Augen. Ja. Sah cool aus. Sie im Dunkeln, nur die leuchtenden Augen. Dass ich das Metal mitnehme, ist schon richtig, oder? Ja, ja, kannst du machen. Ist vollkommen in Ordnung. Werden wir brauchen. Ich meine, wir haben genug Metall, so ist es nicht, aber schaden tut's auch nicht. Oh, brauchen wir noch ein Mini-Bike? Ich hab Taschenmotorrad für Vollidioten. Jagdmesser, habe ich schon gelernt. Das Taschenmotorrad für Vollidioten kann ich lesen, oder? Kannst du machen, das hatte ich, glaube ich, gelesen. Kornseeds brauchen wir, ich habe Lederstiefel, habe ich schon. Also ich habe Buch Jagdmesser und Buch Lederstiefel, kann ich beides schon. Ah ja, dann nehme ich das auch mal. Ich lege das hier mal im Bücherregal, kannst mal gucken, ob du das lernen kannst, wenn ich nehme es so mit. Ah, da ist nochmal so ein Malding, das kannst du mal lesen noch. Ja, das fehlt mir noch. Gut. Hast du das andere auch genommen? Hast du dir rausgeholt? Ah, das beides kenne ich schon, beides. Kennst du auch beides schon, okay. Kannst du mal das Malding da lesen? Habe ich schon gemacht. Nehmen wir es mit, dann packen wir es in die Minibikes und gucken mal, ob Kralle das vielleicht noch braucht. Ja, mal gucken, was ich da alles hier wegwerfe. Essen? Oh, Zombie. Ein Businessman. Ey, hier dürfen nur Studenten drin sein und keine Businessmänner. Was stapelst du hier? Alles Müll, den ich wirklich braucht. Ja, aber mitten in der Tür, da kommst du ja nicht durch. Fertilizer kannst du behalten, das können wir wegschmeißen. Das kannst du wegschmeißen. So, ich nehme die Spinde auf der anderen Seite. Kampfanzug, Oberteil. Ja, das kannst du teuer verkaufen, soweit ich weiß. Nö. So. Scrappen. Schwert. War ich mit dem Platz im Inventar. Scrappen. Scrap ist wenigstens. Jupp, ach hey. Da kommt ein Zombie raus. Schon wieder ein Businessman, oder? Ne, ist eine alterige, alte Leiche. Spinnt leer. Puffmantel, Schluss. Okay.
So, ich bin durch mit meiner Spinne. Pokale mitnehmen, oder? Ja, natürlich gibt auch Dings, oder? Wie heißt das? Ja, Messing und Blei. Messing, genau. Ja, natürlich mitnehmen. Kannst du zur Not scrappen, dass du mehr Platz hast, oder was auf einen. Hinter dir kommt ein Zombie. Fehler. Ich scrap das zur Not, der nimmt auch. Das ist ja nicht so tragisch, denn wir müssen die Klos sein. Die Toilette. Du nimmst die, das Klo, ich nehme das andere. Das müsste auch ein Klo sein hier auf der anderen Seite. Das ist einmal Mädchen, einmal Jungs. Bei mir ist so ein Punker drin. Hier schlafen auch einige. Ein Worker habe ich hier auf jeden Fall, glaube ich. Das müsste ein Worker sein. Yep. Nee, ist ein Hesmate. Haben die irgendwie den Schaden von den Waffen erhöht? Und Mädel. Weiß ich nicht, warum. Weil ich jetzt hier so viele One-Shots mache. Wenn die schlafen, hast du immer One-Shots. Also sind wir nee. Mittlerweile ziemlich hoch. Oh, Antibiotika und ein Verband. Weiß ich jetzt dafür raus. Ja, guck, ob du irgendwas scrappen kannst. Ach, Holzspül, weg damit. Stahl- und Eisenschaufel mit Level, die wir sowieso nicht verwenden. Du kannst dich scrappen. Mach's klein. Ja. Dass wir zumindest das Metall davon haben dann. So, hier war auch nichts Dolles. Okay. Wow. Ja, da kommt was raus. Nö, ne, Schwensch. Mach uns hin. So, nächster Raum. Bist du in der Toilette fertig? Wo bist du? Ich bin im nächsten Raum auf meiner Seite. Seh dich, dich. Macht so am meisten Sinn, Raum für Raum. So, ich dachte, du gehst auf deine Seite rein. Ah, okay. Mach ey. Also dann sind wir schneller durch. Ja, klar. Ein grüner Puffmantel. Okay, den hatte ich auch noch nicht. In grün hatte ich den bisher auch noch nicht. Achso, ich habe keine Federn. Ja, okay. Hat mein Gamma werden ein bisschen höher gestunken. Ich hab's immer ganz gern bei Spielen ein bisschen dunkler wie original. Okay, warum das? Blaubeerkuchen. Ja, den kannst du zur Not essen, wenn du gerade Hunger hast, genau. Und hier die Stühle und das, warum machst du die kaputt? Was gibt's denn da? Metall oder was? Metall und Squirt Plastic. Ah, okay. Squirt Plastic kriegt man jetzt nicht so häufig. Oh doch, das kriegst du häufig. Deswegen, ich hab mich schon gewundert, warum du die Dinger auseinander nimmst. Oh, wir haben Nacht. Vorsicht, aufpassen, das Ganze. Gar nicht auf die Uhrzeit geachtet, eben. Ich auch nicht. Und da schläft auch schon einer. Okay, machen wir mal vorsichtig mit Pfeil und Bogen. Ah, das ist nur die Bibliothek. So, wie sich das gehört. Eine Bibliothek ist doch gut. So, wo bist du? Ich bin noch in dem Raum, wo ich quasi war, in dem zweiten davon. Und hab grad wen erschossen. Okay. Der müsste tot sein, oder? Oder war er noch inner? Und es gibt halt jeder Stuhl auch noch 7 Metall mit. Also du kannst mal hier reingucken, hier gibt es Scrap Boots Schematic, die kenne ich schon. Vielleicht kannst du die noch einlesen. Also kannst du die zerlegen, wenn du willst. Hinten im Bücherregal, hinten in dem Bücherregal.
Yep. Konnte. So, dann können wir nochmal noch ein bisschen was zusammenlegen, oder? Ja, genau, lass uns mal stacken. Außerdem haben wir unten die Minibikes, da können wir. Oh, nee, ich höre Zombie, grad. Ich höre Zombie. So, da haben wir ein bisschen das Zeit. Das kann man höher stellen, sonst sehe ich. Irgendwo sind die hier, ich höre sie gerade bloß, ich weiß nicht wo. Ich habe uns jetzt zumindest hier mal. Ich mach hier. Boah, ich mach hier auch mal kurz dicht. Das wird sich gleich überrennt. Achso, ich kann nicht, hier ist ein Rahmen drin, okay. So, da kommen sie zumindest nicht gleich durch. Dann können wir es decken. Ich pack mal alles rein, was deckbar ist, und du packst auch dazu, und dann können wir das. Also, ich habe mal in den Aktenschrank was reingetan, das kannst du auf jeden Fall stecken, dann kannst du mir geben Papier. Papier, Eisen und alles, was du sonst noch hast, was man scrappen könnte, stecken könnte. Hast du Leder? Hast du Klebeband? Ja. Eisenpfeile? Geben, wenn du dann was hast. Plastik kann ich dir auch geben. Eisenpfeilspitzen? Nee, sowas habe ich jetzt nicht gefunden. Okay, dann behalte ich die. Tabletten? Schmerzmittel? Tabletten, Schmerzmittel. Ich habe Antibiotika nur gefunden. Ja. Nee, okay, dann behalte ich die. Geld? Nein. Okay, gut. Dann habe ich dir jetzt das gegeben, was du da hast. Okay. Ist wieder ein bisschen Platz drin. Ist doch auch gut. Ansonsten unten stehen unsere Minibikes. Sind ja auch noch leer. Deins ist zur Hälfte voll, da hatte ich vorhin was reingelegt. So, und wir sind schon wieder bei 33 Minuten, komm zu glauben. Ja. So, habe ich noch was zu essen bei? Nein. Sollen wir wieder nach Hause fahren dann, oder wollen wir noch weiter gucken kurz? Wir können hier auch noch weiter gucken. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt, aber wie gesagt, die rennen jetzt. Ich geh mal vor, weil zu hören sind sie. Ich vermute fast, die sind unten. Aber Licht zieht die an, das weißt du, ne? Danke. Da schläft einer. Ja, lass ihn schlafen und schieß ihn ab. Lass ihn schlafen, schieß ihn im Schlaf ab. Ja. Oh Mann, hat gereicht. Ja. Der rennt erstmal weg. Wo ist der jetzt hin? Hallo. Der ist erstmal weggerannt. Da hinten ist er. Hallo, hier sind wir. Treffer. Ich weiß nicht, ob er tot ist, auf jeden Fall liegt er erstmal. Geh mal einen Schritt weiter, du blockierst. Oh, Fäbel! Hilfe! Okay. Hilfe! Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, du bist da. Jetzt wäre ich ja gesagt, lass mich hier mit rein. Lass mich stillhalten. Ah. Ey, der ist wie auf Speed oder sowas. Hallo? Ja, beschwer dich, aber jetzt halt mal still. Treffer. Mich hat er noch nicht gesehen, ich bin immer noch unentdeckt. Einmal rein in den Schritt, warum auch immer. Deswegen rennt er auch so rum, weil er uns noch nicht gesehen hat. Er weiß nicht, woher er angeschossen wird. Da!
Ey, du blödes Vieh, ich halt jetzt den Arsch still. Könnte jetzt das Jagdgewehr nehmen, aber dann habe ich noch mehr Zombies an der Backe. Oh, knapp daneben. Mist. Der steht immer zu kurz. Oh. Wieder den Kopf weggezogen in dem Moment. Treffer. Auch wenn es nur der Hintern war. Weißt du was, Junge? Treffer. Ach, wie lange schießen wir jetzt noch auf den? Glaube, ich laufe da gleich hin. Treffer. Ah, schade, der hat nicht lange genug. Bein getroffen. Rot. Erb. Ein wilder Streuner war das. Leerer wilder Streuner. Okay. Der hatte dabei ein Jagdgewehr auf 229. Naja, immerhin. Ja. Oh, im Schreibtisch waren Pistolen und Munition. Oh, ich wollte gerade sagen, der bewegt sich. Mir ist Leder runtergefallen. Achso, ich bin schon wieder voll, deswegen. Also was zerlegen. Bist du keins? Kannst du nichts mehr aufnehmen, oder? Nee, hier ist noch Messing drin. Blei hab ich. Ja, ich müsste zum Minibike runter. Ich meine, unsere Folge ist eh schon. Wir sind jetzt bei 39 Minuten, also wir können es eh verabschieden. Yep. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.